Im zweiten Teil vom Interview von mir und dem Jörg gewähren wir euch einen sehr, sehr tiefen Einblick in das Fach Marketing oder oder die Art und Weise, wie ein Kryptoprojekt Marketing betreibt. Denn diejenigen von euch, die bereits in NFT-Projekten oder Kryptoprojekten stecken, die wissen, dass Marketing ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, vor allem wie man das Ganze halt eben auch macht und wie man auch da glaubwürdig rüberkommt. Ich meine, bei Instagram gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele, die halt einfach die Leute anschreiben, aber das darf natürlich so eine Art von Marketing kann oder darf die Kalitris in dem Fall gar nicht wirklich verwenden, weil es einfach nicht gut fürs Unternehmen aussieht. Deswegen haben sie dadurch halt eben ein ganz, ganz anderes und das wird Jörg hier im zweiten Teil nochmals drauf eingehen, also ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie das Ganze bei Ihnen funktioniert und was man in Zukunft sich da oder wo man sich da noch überraschen lassen kann, was Sie noch alles abliefern werden. Also viel Spaß beim zweiten Teil und wir sehen uns beim dritten dann später. Ich selbst habe jetzt gerade so 100 neue Fragen gefühlt irgendwie im Kopf drin. Jetzt muss ich mich da auch selbst ein bisschen finden. Wie siehst du jetzt das mit den STOs? Also du hast jetzt gerade gesagt, jetzt läuft eigentlich der ganze Prozess, dass man jetzt eben ins öffentliche Marketing geht. Einerseits, ich hätte keinen besseren Moment abwarten können als eigentlich dieser, wo wir jetzt gerade damit starten. Habe ich so eigentlich gar nicht gewusst. Was sind denn jetzt eure nächsten Schritte jetzt genau für das Marketing selbst? Also wir haben jetzt verschiedene Themen angeleitet. Das heißt, wer uns ein bisschen auf LinkedIn verfolgt, hat ja vielleicht gesehen, dass da auf einmal eine Aktivität stattgefunden hat. Also Immer ich mehr, habe, ja. ja genau, ich habe also eine Agentur beauftragt, die für uns Experten-Content produziert und zwar regelmäßig. Also das ist mal, das ist, also was wir machen, ist eine Sache und wie regelmäßig man das macht und mit welcher Qualität, das sind die anderen Sachen. Wir haben jetzt ziemlich viele Maßnahmen parallel freigeschaltet. Wir bauen einen Blog auf, es wird Videobeiträge geben. Ich möchte ein Netzwerk von Tippgebern aufbauen in der Dachregion, weil ich glaube, dass es wirklich ganz viele Menschen gibt, die durchaus Interesse haben, dieses Thema etwas näher kennenzulernen. Und wir bieten ein Affiliate-Programm quasi. Das heißt, bei uns kann man Tippgeber werden. Dafür gibt es eine schriftliche Vereinbarung. Das ist gesetzlich alles legitim. Also wir bewegen uns hier absolut im rechtlich gesicherten Rahmen. Und es wird im August das erste Webinar geben. Das heißt, ich werde regelmäßig Webinare machen. Zunächst sicherlich mal live. Ich muss ja selber mal sehen, wie so das Publikum darauf reagiert. Und dann können wir mal gucken, wie wir es weitermachen. Aber ich denke, dass es ein sehr zeitgemäßes Thema ist, Webinare regelmäßig anzubieten. Und jetzt nehmen wir mal nur euch. Ihr habt ja ein Umfeld. Ihr seid mit dem Thema unterwegs. Statt dass ihr das jetzt irgendjemandem erklärt, macht es ja Sinn, denjenigen mal ein Webinar einzuladen. Und dann quatsch ich halt da meinen Text. Und ihr müsst dann hinterher nur noch fragen. Und das ist die Idealsituation. Und dann entweder führe ich dann das Gespräch weiter oder jemand aus unserem Team, je nachdem, was es da halt geht. Und oder wir machen die Anleitung, wie jemand dann auch tatsächlich unseren Token kaufen kann. Wir haben nämlich ein automatisches Onboarding-Tool. Auch das ist bewilligt, also alles völlig eben für viele noch ganz neu. Also alles muss bewilligt werden. Alles muss bewilligt Alles werden, muss ganz bewilligt genau. werden. Ich möchte einfach für das, was du jetzt gerade gesagt hast, da sowieso gleich etwas noch sagen, weil Kryptomarkt ist ja, also der kennt man ja hauptsächlich eben von diesen ganzen ICO-Phasen oder halt eben auch von diesen ganzen Multilevel-Marketing-Dingern. Also das einfach nochmals. Also da geht es nicht in so ein MLM rein.
Nein, Einfach, dass das. das nochmal so geklärt ist. Ja, absolut. Und das sehe ich. Ich meine, ich bin 35 Jahre in der Finanzbranche unterwegs und ich habe das als sehr, sehr schlimm empfunden, dass aufgrund der straffen Regulierung, im Grunde genommen, damit hängt das zusammen, alternative Wege evaluiert wurden, an Gelder zu kommen und leider dabei das Thema Network Marketing gekapert worden ist. Und extrem viele Leute da reingezogen worden sind. Ich meine, die OneCoin-Thematik, die dürfte wohl jeder mitgekriegt haben. Das ist ja der Horror. Da fragst du dich doch, das kann doch nicht sein, ey. Also ich weiß, was ein Network Marketing für Vertriebskosten hat. Das ist enorm und das ist leider diese Hype-Geschichte, die hat das, also die hat der ICO-Szene nicht gut getan, schon mal gar nicht. Und der ganzen Krypto-Szene nicht und andererseits auch der Network-Marketing-Industrie nicht gut getan. Das ist ein sehr bedauerlicher Zwischenfall. Und natürlich distanzieren wir uns eindeutig davon. Es ist legitim auf einer einfachen Ebene. Du bist Tippgeber, du kriegst für eine Empfehlung etwas und wenn jemand anders auch Tippgeber werden will, dann kriegt der es halt. Also fertig, da gibt es nichts, zwei Ebenen oder sonst irgendwas, was da sonst der Fall ist, ist nur ganz wichtig. Gut, dass du das fragst. Genau, ja, das habe ich einfach da, weil eben viele von mir wurden irgendwie sagen, eben wenn ich ein neues Projekt vorstelle, so ja, geht das auch wieder ins MLM rein. Und eben damit möchte einerseits ich, so gesagt, gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Ice Chain, wo wir vorgestellt hatten letzte Woche, die hat zum Beispiel ein zweistufiges System. Also nicht nur erste Stufe, sondern es gibt dann noch halt eben die zweite. So zweistelliges Affiliate-System. Ah, das ist noch alles okay. Eben, Also. finde ich auch noch okay, läuft, aber eben, wenn du da was siehst über 7, 8 Ebenen, da, ja, da möchte ich eben nichts damit zu tun haben und die Liga eigentlich damit eben auch nicht. Ja, das ist Genau. immer schade. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich im Monat 5 Mal irgendwie angesprochen mit irgendwelchen Systemen. Dann gucke ich mir das an und nach 5 Minuten Recherche stelle ich fest, da, also was da alles ist. Da gibt es Leute, die dann mit einer Bank, also mit einer Banklizenz auf den Komoren Werbung machen. Dann fasse ich mir an den Berner und sage, wie doof musst du denn da jetzt für sein? Mann, Mann, Mann. Also die Kombination dann, also was da immer argumentiert wird, aber das ist eben das was mich so wahnsinnig macht, wenn Vertriebssysteme auf die Ebene von Ahnungslosigkeit losgehen. Das ist das Schlimmste. Also Ahnungslosen erklären anderen Ahnungslosen, warum das jetzt gerade ein Hype ist. Da kriege ich eine Vollkrise, werde ich wahnsinnig. Und dann hinterher beschweren sich alle, ja, aber du hast doch gesagt. Und dann ist das Gejammer groß und eigentlich waren sie alle gleich blöd. Also tu das, wovon du Ahnung hast, wenn du keine Ahnung davon hast. Ich meine, du hast mir deinen eigenen Weg geschildert. Das ist nicht dein angestammter Beruf. Macht nichts, aber mit Weiterbildung kann man sich in diese Thematik hineinarbeiten und dann kann man auch eine Expertise, also Expertise heißt ja nicht, ich habe das studiert. Expertise heißt, ich habe Ahnung davon. Und wie du die Ahnung erlangt hast, da gibt es verschiedene Wege. Durch viele Fehler. Ja, genau das ist das, ne? Und dann hat man auch, und jetzt, das ist eben das Entscheidende. Also Fehler gehören eben dazu. Also ich meine, ich habe selber genügend Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen und einen Haufen Geld verbraten, aber das lässt einen auch wach werden und das, also ich kriege dann hin und wieder mal irgendwelche Projekte vorgestellt und kannst du dir das mal angucken und dann gucke ich mir an, wo die Firmen domiziliert sind und was weiß ich und dann hast du nach 2 Minuten das Ergebnis, das kann nur Fake sein. Ja, also mein erster Punkt ist dann immer, geh mal aufs Impressum. Wenn nicht mal ein Impressum vorhanden ist, ist es sowieso gleich weg. So Oder ist von dem das. Punkt. Genau. Aber das ist, weißt du, das ist dieses Thema und da muss man eben immer vorsichtig sein. Ja. Gier frisst Hirn, das ist ein alter Spruch und der ist nach wie vor, hat der seine Gültigkeit und Angst verführt eben auch Leute. Also jetzt, ich meine, wir sind in einem Umfeld, wo viele Menschen sich Sorgen um die finanzielle Zukunft machen. Diese Sorgen sind durchaus berechtigt. Es wird massive Anpassungen geben und umso wichtiger ist eine Diversifikationsstrategie. Und hier unterstreiche ich das Wort Diversifikation. Also es geht nicht um
das durch das ersetzen, sondern es geht darum, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eine solide Entscheidungsgrundlage sich zu schaffen, aber in verschiedene Themen hinein zu diversifizieren. Wie ich gesagt habe, wir sehen ja digitale Vermögenswerte nicht als eine Austauschanlageklasse. Also ich gehe jetzt aus klassischen Aktieninvestments in dieses Feld und tausche das 100% aus. Nein, fang doch an, setz dich damit auseinander. Setz dich aber damit auseinander und schau dir an, okay, warum ist dieses Thema relevant? Und da habe ich vorhin was zu gesagt. Reguliertes Umfeld. Big Player investieren in Marktplattformen und dass eine Handelsplattform in einem vollkommen regulierten Umfeld zu etablieren, kostet richtig viel Geld. Und wenn die das machen, dann machen die das mit einer bestimmten Absicht. Und diese Absicht ist für mich eindeutig, diese Klasse wird für Institutionelle erschlossen. Und wenn Institutionelle in diese Klasse hineingehen, dann ergibt das Chancen für all diejenigen, die sich damit schon auseinandergesetzt haben und sich vielleicht den einen oder anderen Security-Token vorher organisiert haben. Wohlweislich schauen auf das Projekt, nicht einfach einen Security-Token kaufen, weil es jetzt ein modernes Board ist. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich sage das auch, also nehmt, wenn sich einer interessiert für den Security-Token der Calidris, also stellt Fragen, warum wir das können, stellt Fragen, warum wir glauben, dass wir mit dem Geld verdienen, weil es ist nicht der Security-Token, nur weil wir den haben, der Erfolg ist, sondern es ist das Unternehmen, was Wertschöpfung generiert und dadurch entsteht die Wertsteigerung des Tokens letztendlich. Also, und wenn da dann Intransparenz herrscht, dann ist das immer ein guter Indikator dafür, das Buch zuzumachen und zu sagen, vielen Dank. Ja, das ist so. Gerne noch eine Frage. Ich weiß, ich bin jetzt der einzige Investor, der jetzt auch hier gerade dabei ist. Du hast ja jetzt auch gesagt, eben der Coin sollte dann Anfang nächstes Jahr dann gelistet werden. Ich glaube, Archex hast du Archex gesagt. Ist das zum Beispiel jetzt so eine Plattform, wo du STOs kannst kaufen? Also eine Handelsplattform? Nein, nein. Moment, wir müssen unterscheiden. Ein STO kannst du machen als Unternehmen. Also, ich meine den Coin dazu, ja, den CLT. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ein ja. STO muss ich nicht zwangsläufig erst auf der Handelsplattform sein und kann es dann machen, sondern ich kann natürlich auch, wenn ich den Wertpapierprospekt habe, für das öffentliche Angebot mache ich es als Unternehmen. Wir, Calidris, sind Eigentoken-Emittent. Das ist die Registrierung in diesem TVTG-Register. Das heißt, wir dürfen unseren eigenen Token emittieren. Und dafür wenden wir vertrauenswürdige Technologien an, sprich Blockchain, in unserem Fall Polygon, ja. Und Onboarding-Tools, die ebenfalls bewilligt sein müssen. Also das ist das Gefäß vertrauenswürdige Technologien. Und jetzt kommt das andere Gefäß, Wertpapier. Okay, was ist das Underlying Asset, also der unterliegende Wert? In unserem Fall Partizipationskapital. Dieser Wertpapierprospekt ist jetzt die Grundlage dafür, dass wir in den öffentlichen Verkauf gehen können. Was heißt öffentlicher Verkauf jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben als Emittent ein sogenanntes Emittentenprivileg. Wir dürfen also als Unternehmen direkt an die Menschen verkaufen, die in den Ländern wohnhaft sind, für die der Wertpapierprospekt Gültigkeit hat. Das ist in unserem Fall Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, Österreich und noch einige andere europäische Länder. In den Ländern dürfen wir als Emittent direkt an jeden verkaufen. Wir dürfen uns dabei einer Hilfestellung bedienen, nämlich Tippgeber. Das heißt, Leute, die sagen, also ich kenne dein Projekt, aber ich kann dir dazu nichts sagen, sprich mal mit denen. So, oder, und das ist der weitere Weg, wir bedienen uns verschiedener Finanzintermediäre, die Bewilligung haben, Kapitalanlagen vertreiben zu dürfen. Okay, ja.
Also ihr seht, wir sind immer in einem bewilligungspflichtigen Umfeld. Ja. Da ist nicht der Fritz Mustermann, der jetzt das irgendwie toll findet und jetzt sagt er, ja, ich verkaufe jetzt das. Das dürfen wir nicht und der darf das auch nicht. Mhm. Okay. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt kommt das andere. Okay, jetzt wird der Token dann auf einer entsprechenden Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, in diesem Beispiel mal Archex, zum Verkauf gestellt. Jetzt müssen wir natürlich der Handelsplattform entsprechend Token zur Verfügung stellen, dass auch Volumen entstehen kann. Das ist ganz klar. Wir können die Funktion des Market Makers machen. Wir können den Kurs stärken, indem wir auch Coins wieder aus dem Markt zurückkaufen. Also das sind so Marktmechanismen, die wir da durchaus machen können, um eine stabile Kursentwicklung sicherzustellen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Listing nicht mit einem gigantischen Sprung machen. Das haben andere schon gemacht und sind dabei fürchterlich auf die Nase gefallen. Sondern wir sind mal mit 20 Rappen für einen Security-Token gestartet. Wir sind jetzt bei 35 Rappen und Ende Monat, sprich ab 1. September, wird der Preis 40 Rappen sein. Und wir stellen uns vor, dass wir das Listing auf Archex mit 50 Rappen machen werden. Also Gegenwert 50 Rappen. Also ihr seht, da muss eine vernünftige Entwicklung da sein. Nur weil wir glauben, dass wir die dicksten Helden sind, kann man nicht dann mit einem Euro rausgehen. Also wir wollen ja auch den bestehenden Aktionären jetzt nicht zu schmackhaft machen, sofort den Coin zu verkaufen. Damit arbeiten wir ja gegen uns selbst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir möchten eine stabile Entwicklung machen. Und deswegen sehen wir ein Investment auch über einen mittelfristigen Zeitraum 3 bis 5 Jahre. Also ab jetzt, ne? Nicht jetzt von damals. Also ab jetzt 3 bis 5 Jahre. Und das ist dann eine seriöse Annahme. Also wir wollen nicht Spekulanten gewinnen, sondern wir möchten mit unserem Angebot Menschen gewinnen, die Lust haben, uns auch wirklich als Investor zu begleiten. Ja. Das halte ich für ganz wichtig. Also klar wird da der eine oder andere sein, der von Hoffnung getrieben ist, okay, das wird man nie vermeiden können, aber das sollte nicht die Mehrheit sein. Okay, gut, dann habe ich das nämlich jetzt auch besser verstanden. Okay. Okay. Gut. Okay, du hast ja jetzt auch gesagt, also das war ziemlich am Anfang, du bist seit März dabei. Was war jetzt in dieser Zeit die größte Hürde, außer eben, dass ihr all diese Papiere bekommen habt, wo es halt eben so viel Zeit gefressen hat, wo so gewisse Investoren, also ich war jetzt keiner von denen, aber schon da richtig angespannt waren, so hey, wann geht das jetzt endlich los? Ja klar, das ist natürlich, also ich glaube, das war für alle eine Erleichterung, ach endlich sind die Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Das ist natürlich klar, da ist bei allen sicherlich eine Erleichterung da gewesen. Was war seitdem die größte Hürde? Es ist im Grunde genommen jetzt das Team intern auch zu formen für die nächste Entwicklungsstufe. Mhm. Einerseits, also ich meine, das Ganze bis hierhin gebracht zu haben, ist eine Sache. Jetzt müssen wir es aber auf die nächste Ebene zu bringen. Und da sehe ich mal den nächsten Milestone, das Listing, aber auch die Lancierung der PowerFox Trading Plattform, die ebenfalls Anfang des nächsten Jahres lanciert werden soll. Aber jetzt muss das Team ausgerichtet sein auf diesen Approach, digitale Vermögenswerte, also ein übergeordnetes Thema. Und ab jetzt bewilligter Wertpapierprospekt. Das ist eine andere, damit ist eine andere Sales-Strategie möglich und auch notwendig als bisher. Und darauf ist das Team einzustimmen. Jetzt können wir öffentliche Kommunikation machen. Darauf ist das Team einzustimmen. Wer sagt was? Wer darf was sagen? Und wie sagen wir es und wo sagen wir es? Das sind alles Themen, mit denen wir uns natürlich erstmal auseinandersetzen mussten. Wir haben dazu zweimal 2 Tage Executive Workshop gemacht,
wo wir diese Themen besprochen haben, um wirklich Klarheit zu schaffen, dass wir als Kernteam der Calidris, ich sag mal, eine Sprache sprechen, jeder die Richtung versteht und wir da jetzt Vollgas geben können. Diesen Beitrag habe ich, glaube ich, auf LinkedIn gesehen, wo ihr dort wart. Ah ja, genau, da war jetzt, das war der letzte Beitrag von Linda und da habe ich ein kleines Video da zusammengestellt, also so ein Mini-Video mit ein paar Impressionen. Genau. Genau. Ja, das war ganz cool und da sind wir alle in Easy Peasy, also nichts mit. Genau. Also so im lässigen eher Ja, unterwegs. genau. Das Genau. ist natürlich das Coole, also ist halt ein bisschen anders als in der alten Welt. Ja, das ist so. Das spüre ich persönlich jetzt auch immer stärker. Etwas, was ich eigentlich eher vorhin fragen sollte, wie sieht das jetzt überhaupt aus? Also, du hast jetzt vorhin ja gesagt, ihr möchtet ihn dann nächstes Jahr listen, irgendwie für die 50 Rappen. Es ist ja so, derzeit ist ja der Einstieg, also man kann ja nicht so viel bieten, wie man ja möchte. Also man kann ja nicht mit 200 Franken oder Euro ja CLTs kaufen. Wie ist Nein. der? Also das Mindestinvestment sind 2.500. Und natürlich immer lieber gerne mehr. Und ich sage euch auch, warum das so ist. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich Onboarding-Kosten haben. Also diese Onboarding-Tools, ihr müsst euch das so vorstellen, das kennt ihr vielleicht von anderen Angeboten, dieses Gesichtserkennung und all das, was da gemacht wird. Also das ist ein vollautomatisches Tool, wo eben über die Gesichtserkennung verifiziert wird, ob das die Person ist, die da auch auf dem Pass drauf ist. Und es wird ein Background-Check gemacht. Also wenn jemand im System geblacklistet ist, dann gibt es halt eine Red Flag. Oder wenn jemand ein PEP ist, also irgendwie eine exponierte Persönlichkeit, politisch exponierte Persönlichkeit, dann gibt es einen Flag. Also dann Okay. und wenn sich jetzt ein Amerikaner einfach so einloggt, dann gibt es auch einen Red Flag. Also es gibt bei verschiedenen Konstellationen gibt es eine rote Flagge und dann kann der sich nicht einfach so onboarden. Und das ist eben das Coole, dass diese Technologie mittlerweile so perfektioniert ist, dass selbst eine Finanzmarktaufsicht den Einsatz dieser automatischen Tools bewilligt. Und da sind die Banken noch fernab davon. Also ich habe jetzt, also da, im Gegensatz finde ich das jetzt gerade witzig, ich habe jetzt gerade noch Bankdokumente bekommen, wo halt eben steht, ja, Herr Wöller, wir haben hier neue Vereinbarungen, bitte unterschreiben. Ach du meine. Jetzt nur der Kontext dazu finde ich halt eben schon sehr, sehr passend. Ja. Ja, also ich meine, ich lebe ja also ich sag mal, ich habe wahrscheinlich eine etwas alternative Lebensform, sagen wir es mal so, und ich habe meine Bankverbindung bei Wise, früher TransferWise, vielleicht den meisten bekannt. Und also da geht ja alles digital. Ist ja total easy. Also. Und Total da, einfach. ja, und ja, klar, also du hast jetzt, es muss halt alles passen, aber ja, ich kann Zahlungen machen, easy, mit fast keinen Gebühren, also ganz geringe Gebühren und es wird sofort ausgeführt und was weiß ich, also das ist alles total einfach. Und wenn ich mir dann die klassische Bankwelt angucke, nicht, ey. Also. Mir ist eins wichtig. Also es geht nicht darum, den Menschen zu eliminieren. Ich meine, auch wenn wir uns jetzt physisch nicht treffen, aber immerhin treffen wir uns hier in einem, also wir haben hier zwar digital, aber trotzdem eine zwischenmenschliche Plattform, wo wir uns austauschen, wo man auch das Gesicht des anderen zumindest auf dem Bildschirm sieht. Das finde ich schon noch wichtig. Ich glaube, dass es auch in bestimmten Themen wichtig ist, sich physisch zu treffen. Also, dass Veranstaltungen, wie du sie vorhin erwähnt hast, in Sedan Plaza Ende Februar, da war ich leider noch woanders, dass diese Veranstaltungen auch stattfinden, dass man diesen Händedruck und Look, Feel and Smell, all das, dass man das wirklich erlebt, das halte ich für ganz wichtig. Und für mich ist es so, dass digitale Prozesse dazu helfen, klarer im Fokus zu sein, wenn
physischer Kontakt notwendig ist. Ich muss mich halt nicht mit diesem ganzen Zettelkram auseinandersetzen, der mich ablenkt, sondern kann das automatisieren und habe meinen Fokus, wenn man physisch zusammenkommt, dann kommen wir als Mensch zusammen und müssen diesen ganzen Zettelkram nicht dann auch noch machen. Okay, ja, danke.